Ja, wenn der leichte Fade dann 216 Meter lang ist, dann bin ich natürlich total zufrieden. Ihr seht das, der liegt jetzt hier perfekt. Ich habe jetzt noch 66 Meter bis Grünmitte. Ich nehme mein Sandwich und Ziel ist es, den Ball früh aufkommen zu lassen, notfalls auch eher etwas zu kurz zu bleiben, nur nicht zu lang, denn dahinter hängt es runter. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, das ist perfekt. Der ist pin high. Ja, man darf sich auch mal freuen, wenn so eine Bahn so funktioniert. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Der Hobbygolfer begrüßt euch und heute auch mal wieder mit Stimme. Ich bin in Ostwestfalen, ganz nah an meiner Heimat. Ich komme ja aus Detmold, wie einige von euch vielleicht wissen werden. Ich bin im Golfclub Gut Ottenhausen in Lage-Lippe. Das ist in der Nähe von Detmold, das Hermannsdenkmal. Der Arminius, der steht ja ganz in der Nähe. Ich müsste auch, wenn ich mich hier so ein bisschen umgucke und vielleicht der ein oder andere Hügel nicht da wäre, dann könnte ich ihn sogar sehen. Wir sind auf 18 Loch heute. Ich möchte so um die 90 spielen. Unter 90 wäre ein Kracher. Alles zwischen 90 und 95 wäre gut. Wäre ich sehr zufrieden mit. Könnte ich gut mit leben. Ich kenne den Platz nicht. Es ist ein bisschen spooky, klar. Ich spiele jetzt seit 8 Jahren Golf und habe einen Club, der 20 Autominuten von mir zu Hause entfernt liegt, noch nie gespielt. Heute machen wir das erste Mal. Es ist wieder ein Blind Date. Es wird ganz spannend. Es geht jetzt hier gleich los mit einem Par 4. 307 Meter. Ich bin gespannt. Die Drohne ist wieder mit im Gepäck. Ich werde sie für euch dann auch wieder zwischendurch mal hinter dem Grün positionieren, so wie ihr das in dem letzten Video aus Salzgitter schon gesehen habt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war so ein erster Versuch, so ein bisschen die Drohne da so einzubringen und ja, ein Stück weit so ein bisschen TV-Feeling auch zu erzeugen für euch. Ich habe Bock zu spielen. Es ist allerdings ultimativ warm. Es sind irgendwie 26, 27 Grad. Und der Platz, so wie ich es hier sehe, wenn ich mich so hier umschaue, beste Bedingung. Es liegt, wenn, an mir, nicht am Platz. Also, kommt mit, jetzt geht's los. Ich spiele natürlich, wie ihr es wisst, immer Callaway-Bälle. Ich spiele heute mit dem Chrom Softball, mit der Triple Track, 360 Grad Markierung. Mir liegt der Ball, ich mag den, spiele natürlich auch gerne Chrom Tour, Chrom Tour X. Die drei Premium Bälle von dem Hersteller meines Vertrauens, von Callaway Golf. Also, los geht's, drückt mir die Daumen. Es ist jetzt hier ein Kaltstart. Das ist der erste Schlag und ja, vergesst nicht, abonnieren, liken und einen Kommentar. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde, wenn ihr das für mich hättet. Ein flacher Rollerball. Der Ball ist aber im Spiel. Ich bin zufrieden. Es kann losgehen. Wir drücken Paradigm Driver auf meiner Garmin S62. Ja, ihr Lieben, der Abschlag war 193, 194 Meter lang. Das ist mal okay. Gegen den Hang hier bin ich total happy. Wir haben jetzt 91 Meter bis Grünanfang, 101 bis Grünmitte. Ihr seht aber, ich habe hier so ein bisschen Blümelchen da oben im Baum. Ich habe jetzt hier mein Gap-Patch in der Hand und ich hoffe, ich kriege ihn hoch genug in die Luft, um ihn zum Grün zu spielen. Ein ganz normaler, sauberer Schlag. Ist hier eigentlich nicht zu tun. Der war fett und in die Bäume. Ja, und ihr kennt mich, ich repariere immer den Platz, das wisst ihr ganz genau. Ich habe jetzt halt nicht so viel gefunden. Ja, weiter geht's, schade. So, der dritte Schlag. Jetzt muss der Ball irgendwie an die Fahne. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der ist drauf, der dritte Ball. Naja, es ist nicht so der Start, den ich mir gewünscht habe, aber es ist okay. So, ihr Lieben, was ihr vielleicht auch sehen könnt. Die Grüns sind nicht so besonders groß, also zumindest dieses Grün der 1 hier ist nicht so groß. Aber der Pflegezustand ist 1A und ich sehe, es ist relativ stark onduliert.
Wir wollen jetzt mal gucken. Also wenn wir jetzt das Bogey spielen, bin ich schon total zufrieden. Also zwei Putts wären jetzt hier schon eine Premium-Geschichte. Und mir wurde im Vorfeld berichtet von Leuten, die hier in Lage im Gut Ottenhausen auf dem Golfplatz schon gespielt haben. Die Grüns sind schnell. Wir werden uns das jetzt hier angucken. Ich bin entsprechend vorsichtig. Ja, und tatsächlich, das war ein sehr guter Putt. Bin ich sehr zufrieden. Wir spielen das Bogey mit zwei Putts. Das ist alles in Ordnung. Das ist das Bogey geworden. Eine 5 zum Start, damit bin ich natürlich sehr zufrieden. Könnt ihr euch vorstellen, das könnte immer schlimmer kommen, oder? Ihr habt das bei mir auch schon schlimmer gesehen. Jetzt geht's auf die Bahn 2. So, ihr Lieben, die Bahn 2 ist mit 460 Meter ein Paar 5 und es ist gleichzeitig der schwerste Loch des Platzes. Sinn und Zweck der Übung ist jetzt, den Ball einfach nur unten ins Spiel zu kriegen. Auch wieder ein sehr flacher Ball, allerdings, er ist im Spiel, er ist auf dem Fairway, wir sind zufrieden. Ja, das geht hier bergab, 200 Meter war der Abschlag jetzt, war gar nicht der schönste, aber der war völlig in Ordnung, ich bin total happy. Die Bälle müssen nicht immer fliegen wie im Fernsehen. Wichtig ist, dass sie diesen Bereich hier treffen, der sich Fairway nennt, das kennt ihr auch. Das ist nämlich das, von da aus lässt sich gut weiterspielen. Und meine Uhr sagt mir jetzt, beziehungsweise ich habe es gelasert, da oben, da hinten die Bäume, das sind so bei 150 Meter. Ich nehme hier jetzt mal ein 8er Eisen. Das ist ein Paar 5, wie gesagt, ich kenne das nicht. Es geht aber auf jeden Fall nach links hoch, ist ein Dogleg. Ziel und Zweck wäre es jetzt so leicht rechts von dem großen Baum zu bleiben und den Ball einfach nur im Fairway zu parken. Jetzt wollen wir mal schauen, ob mir das auch gelingt, was ich mir so vorgenommen habe. Gut aus, das sieht sehr gut aus. Ja, der liegt, der rollt da sogar fast einen Tucken zu weit. Der ist jetzt oben kurz vor den Bäumen. Das war jetzt schon fast wieder. Ich hatte gedacht, das ist fast dieselbe Höhe. Es geht aber dann doch noch ein bisschen bergab. Nicht schlimm, wir haben einen guten Spot. Es geht weiter. So, der letzte Schlag mit dem Eisen 7 waren 140 Meter. Hier so leicht bergab. Ich liege jetzt hier so an der First-Cut-Kante, das könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ja, und habe jetzt hier den dritten Schlag. Es sind 140 Meter bis grün Mitte, es geht leicht bergauf. Ziel wäre jetzt wieder über diesen Baum oder ganz knapp links davon zu bleiben. Ziel ist jetzt erstmal, wir sind im Kaltstart, überhaupt den Ball vernünftig zu treffen. Ich stehe hier so ein bisschen in so einer kleinen Senke. Von daher eher das Ganze ein Tucken defensiver als zu offensiv. In den Baum, durch den Baum. Das ist gut gegangen. Der ist jetzt ganz leicht nach links durch den Baum weggedrückt worden. Ich kriege noch nicht so die richtige Höhe auf den Ball. Anscheinend habe ich ein bisschen zu sehr, ich versuche euch das zu zeigen, zu sehr die Hände vor dem Ball. Das ist ein bisschen zu viel, weil das könnt ihr euch natürlich sowieso selber ausrechnen. Ich delofte den Schläger und wenn ich natürlich so einen Ball über die Bäume bringen will, dann wäre es dann doch besser, den Schläger etwas laufen zu lassen, um ein bisschen mehr Loft zu generieren. Aber das ist Theorie. In der Praxis ist das für jemand wie mich aktuell 18,3 Handicap. Ich spiele hier mit 20er Vorgabe schwer umzusetzen. Ich gebe mir alle Mühe. Ich versuche für mich und für euch das beste Ergebnis zu spielen, was da auch immer bei rauskommt. Ihr bleibt dabei. Ich freue mich. Liken, Kommentare geben und abonniert gerne. Ich freue mich, denn ich bin total mega happy und mega stolz. Wir sind über 12.000 Leute in der Community mittlerweile. Das Ganze weltweit. Aus Indien sind welche dabei, aus Japan sind welche dabei, aus Australien, Amerika und England.
Es ist der Wahnsinn. Thank you so much. Namaste. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht so viele Fremdsprachen. So, der Ball ist so einen ganz kleinen Tucken am Grün links durch den Baum abgelenkt worden, liegt aber noch so auf Ende Grün. Wir sind hier aber so ein bisschen unterhalb. Das Grün hängt ganz leicht nach von mir aus gesehen rechts. Ich werde den also versuchen, kurz nur in die Luft zu kriegen, dass der hinrollt, weil es hängt insgesamt von mir weg. Aber es sind ein paar Fünf. Wir sind mit dem dritten am Grün. Das ist für mich bei so einem Dogleg und bei so einer ersten Runde total okay. So, ja, das ist ja schade. Der ist mir jetzt ein Tucken zu weit links geblieben. Ich hatte jetzt gedacht, der kommt ein bisschen weiter runter. Ich denke, wir haben so 3,5 Meter zum Papat. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben jetzt den vierten Schlag gemacht, gerade von hier knapp vor dem Grün aufs Grün. Und haben eine paar Chancen auf dem schwersten Loch des Platzes. Ich sag mal so, die Schwierigkeit resultiert hier größtenteils aus dem Dogleg. Und wenn man das sauber hinspielt, ja, ich meine, wenn ich hier wieder ein Bogey spiele, Leute, ich bin doch zufrieden. Vorgabe 20, das ist 2 über Bogey-Golf. Also von daher im Moment sind wir genau da, wo wir hinwollen. Aber das ist jetzt die Chance zum Paar. Ja, keine 10 cm haben fürs Paar gefehlt, das ist das Bogey geworden. Das ist völlig in Ordnung wieder. Ja, 2-mal Bogey zum Start mit dem schwersten Loch dabei. Was will ich mehr? Die Sonne lacht. Wir sind mitten im August 2024. Golferherz, was willst du mehr? Ich bin total happy und habe mich stark verbessert dieses Jahr. Bin auch da sehr zufrieden. Ich kam ja von irgendwie, ich glaube, 22 irgendwas, dann ging es bis 23 hoch. Und wer mich auf Instagram immer ständig verfolgt, der wird meinen Life is a Rollercoaster Song, den ich da ganz häufig immer einblende, in meinen Stories sehen. Also wer auf Instagram mir noch nicht folgt für Daily Updates, dort mache ich fast jeden Tag irgendwas. Hier auf YouTube kommen ja immer nur, sag ich mal, die Main-Videos. Und auf Instagram ist so, wenn ich Turniere spiele, wie ist das gelaufen mit kleinen Videos und Beschreibungen. Schaut da rein. Abonnieren. Ich blende euch das hier unten auch ein, der Hobbygolfer auf Instagram. Dort erzähle ich euch immer, wie es so aktuell um mein Handicap und um mein Golfspiel steht. Und im Moment bin ich zufrieden. 18,3 ist das beste Handicap, was ich jemals hatte. Also von daher, feiert mit mir. So ihr Lieben, nachdem wir nun mit 2 Bogies gestartet sind, haben wir jetzt hier ein 400 Meter langes Par 4. Und auch hier geht es eigentlich nur geradeaus runter. Es macht unten so eine ganz minimale Biegung. Geradeaus spielen wird belohnt. Genau das muss man machen, beziehungsweise das ist der geradeaus runter zu spielen. Ja, der ist sehr gut. Ein bisschen zu weit links. Ja, der ist gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Schöner langer Drive. Ich denke, der wird auch so bei 200, 210 Meter liegen. Wir schauen. Der Abschlag war jetzt hier knapp 232 Meter lang. Es geht natürlich auch bergab. Das hilft ein bisschen, aber der war auch schön getroffen. Aber was ihr auch seht, ich hätte mehr auf der Seite bleiben sollen. Also vom Abschlag aus gesehen, der rechten Seite. Habe jetzt hier die Bäume vor mir. Ich nehme jetzt ein Hybrid und versuche das Hybrid flach zu lassen. Ich habe noch 167 bis grün Mitte, also eher so eine Art gepanschten Ball, der mehr oder weniger da so runterrollen soll. Ob mir das gelingt? Ihr seid live dabei. Wir gucken uns das an. Das ist ein Tucken zu weit rechts, der geht Richtung Bunker, springt aber über den Bunker, rollt drüber hinweg und liegt jetzt auf tatsächlich Pin-High, ist aber ein Stück zu weit rechts. Das ist mir, ich bin total zufrieden. Ein guter Profi-Golfer würde jetzt wieder sagen, oder so ein Scratch-Handicapper, ja, den musst du da rumshapen.
Wenn ich es könnte, würde ich es ja machen. Mein Ziel ist es ja, und ihr werdet das kennen, wenn ihr auch so um Handicap 15, 20, 25, 30 rumspielt. Manchmal muss man sich die einfachste Möglichkeit aussuchen, die es da überhaupt gibt. Und das war jetzt für mich versuchen, die Schlagfläche ein bisschen von oben mit den Händen nach vorne zu spielen. Hatte ich eben schon mal bei dem 7er Eisen erklärt, um den Loft aus dem Schläger zu nehmen und entsprechend den flach zu halten. Dass mir dann dabei eventuell die Schlagfläche ein bisschen zuklappt und der Ball dann zu weit rechts ist. Das muss ich einfach in Kauf nehmen. Aber ich bin mit dem Resultat tatsächlich super zufrieden. So, hier möchte ich euch mal kurz was zeigen. Hier im Gut Ottenhausener Golfclub in Lage. Die arbeiten mit diesen riesengroßen Mährobotern, die hier das Fairway bearbeiten. Und ich muss sagen, das machen die wirklich erstklassig. Also die Fairway-Qualität ist hier sehr, sehr gut. Ich bin jetzt hier am Grün der Bahn 4, nee, Bahn 3, Entschuldigung. Ich habe mich schon vorgemogelt. Der Bahn 3 und ja, muss ich sagen, also die Grüns sind toll. Sehr klein allerdings bisher. Also tricky, die muss man erstmal treffen. Aber die Qualität des Platzes ist sehr gut. So, leider haben wir jetzt hier an der Stelle ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon, beziehungsweise ich. Deswegen habe ich das jetzt hier mal die nächsten 30 Sekunden nachvertont. Der Ball war 2-3 Meter zu lang, wenn man so will, also von der Höhe der Fahne. Aus der Position ist jetzt das Ziel gewesen, den Ball kurz im Grün aufkommen zu lassen und dann zur Fahne hinzurollen, also hinrollen zu lassen. Und ja, wie ihr gleich sehen werdet, das ist gar nicht so schlecht gelungen. Ja, fehlen vielleicht am Ende 2-3 Meter, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da wäre ich total unzufrieden mit gewesen. Das hat eigentlich ganz brauchbar geklappt und ja, das ist zumindest dann jetzt aus der Situation schon mal wieder ein Par-Putt auf diesem Par 4 und der Abschlag war natürlich ja ein Stück weit zu weit links, was mich da mit dem Hybrid da nach rechts rausgebracht hat und ja, grundsätzlich, der Platz hat schon Spaß gemacht an der Stelle. Und wieder mal haben wir eine Paar-Chance, leider wieder so aus 3 Metern, aber der ist jetzt gar nicht so unmöglich, denn wenn ich den auf der Linie halten kann, ist das so ein Schlag, der kann tatsächlich gelingen. Ich habe wieder vergessen, weil ich spiele jetzt von Herzl diese Handschuhe, die habe ich mir ganz neu gekauft. Tatsächlich selbst gekauft, ich mache jetzt hier also keine Werbung, in dem, dass die bezahlt ist, sondern das sind, die habe ich mir selbst als Partner, Golfhaus in Bielefeld. Habe ich mir die ganz normal selber gekauft und bezahlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die sind ein paar Euro teurer, aber die sind toll. Das sind richtig, richtig gute Handschuhe. Allerdings kann man da nicht per Magnet irgendwie den Ballmarker dran positionieren. Jetzt muss ich mir gleich den von meinem letzten Handschuh in die Tasche stecken. Das ist der Par-Putt jetzt hier auf der Bahn 3. Der sieht gut aus, der sieht wieder so. Ja, sie wollen nicht fallen, sie sind wirklich gut, aber sie sind halt nicht ganz. Auch hier ist ein Bogie geworden, jetzt haben wir 3 Bogies zum Start. ...353 Meter langes oder kurzes, wie auch immer ihr das sehen wollt. Par 4, es geht leicht bergauf, klar, eben ging es bergab, jetzt geht es auf der anderen Seite bergauf. Ihr seht, es ist ein Parklandkurs, so wie ich das liebe, links und rechts überall Bäume. Es ist so eher so meine Art von Golfplätzen, die ich gerne habe. Ich weiß nicht, ob ihr da vorne den Bunker sehen könnt. So, da liegt auch eine Hake am Ende drin, also ziemlich so mittig. Das ist so die Richtung, wo ich den Ball jetzt hinspielen werde, beziehungsweise das ist der Plan. Wir wollen mal immer demütig bleiben. Ganz schlecht. Ja, so geht es halt auch mal. Es geht nicht alles nach Wunsch. Der war jetzt natürlich grauselig. Wir müssen mal gucken, dass wir den zweiten gut machen. So, Freunde, der war 77 Meter lang, der Abschlag. Ja, gehört halt zu Bogie Golf auch dazu, dass man zwischendurch so ein missglückter Abschlag passiert. Ist aber nicht schlimm. Wir versuchen jetzt den zweiten in Position zu bringen und wie immer im Bogey-Golf-Verfahren beim Par 4, der dritte muss drauf. So, da wir hier jetzt natürlich ein bisschen Höhe machen wollen, versuche ich jetzt hier auch eben entsprechend nicht so sehr die Hände im Treffmoment vorm Ball zu haben, sondern eher neutral zu bleiben, dass der Ball ein bisschen mehr in die Luft geht.
Er hält noch an, aber das ist jetzt schwierig, also das wird jetzt wieder so ein Loch. Leider habe ich die zwischendurch. Und das ist halt auch Golf. Wir haben hier, ihr wisst, ich bin weder Botaniker noch bin ich Zoologe, aber ich weiß nicht, vielleicht nennen die sich Galloa, Rinder oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen die wunderschön aus. Die haben hier ein schönes Gehege, das ist richtig gut gemacht, finde ich. Ja, haben sogar Nachwuchs, also das scheint ja irgendwie doch zu funktionieren. Ich bin absolut seiner Meinung, das war ein echt beschissener Schlag. Ich mache es jetzt besser, versprochen. Na, gucken wir mal. So, ihr Lieben, nach diesen zwei wirklich schlechten Abschlägen, wir haben jetzt mehr oder weniger erst 140 Meter nach zwei Schlägen hinter uns gebracht und es sind jetzt noch 200 Meter bis grün anfangen. Ich nehme jetzt nur ein 7er Eisen, der soll in Position, der vierte muss drauf. Da müssen wir jetzt hier schauen, dass wir ein bisschen zaubern. Aber eben jetzt auch hier keinen Zirkus veranstalten, sondern die Pille muss man dann schlucken. Das ist die Medizin, die manchmal bitter schmeckt. Ja, der war wieder gut. Genau das war jetzt das Ziel, den Ball dann jetzt so in Position zu bringen, dass wir von da aus gut weiterspielen können. Okay, dritter Schlag. Bergauf 150 Meter oder 152 sogar, das Eisen 7. Ordentlicher Treffer, bin zufrieden. Wir haben jetzt 50 Meter bis grün anfangen. Ich nehme meinen Gap Wedge. Ich möchte auf keinen Fall zu lang bleiben. Ich will auch nur den Ball irgendwie so ein bisschen so Richtung Vorgrün schubsen. 6 wäre jetzt das Ziel. Wenn wir es schaffen, eine 6 zu spielen, wäre das schon toll. Eine 5 ist noch möglich, aber eine 6, das wären jetzt noch 3 weitere Schläge. Wir liegen jetzt hier mit dem dritten. Wir schauen. Etwas zu weit, der wird wahrscheinlich hinten runterlaufen. Er bleibt, das heißt, wir sind jetzt mit dem vierten Schlag drauf. Das ist halt einer zu viel. Das ist halt, wenn man dann zwei so schlechte Schläge hat. Was ich im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr besser mache, ich akzeptiere das. Im letzten Jahr hätte ich versucht, mit einem Hybrid oder mit irgendwas den Ball da irgendwie hinzufriemeln. Meistens klappt das halt gar nicht. Das mache ich diese Saison halt nicht mehr. Ich bleibe dann trotzdem dabei und mache ganz in Ruhe mein Spiel. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ihr kennt mich, ich bin lernfähig. Jetzt habe ich meinen... Ja, wir liegen jetzt hier leider mit dem vierten Schlag. Mit dem dritten wäre okay gewesen. Müssen wir halt schauen, dass wir hier den... Wenn ihr mich immer seht, ich trage auf der Uhr halt immer genau ein, wo ich bin und so weiter. Dann kann ich euch auch zwischendurch Entfernungen einbinden. Also da nicht wundern, warum der immer... Der Sven da immer auf seiner Uhr rumfriemelt. Das ist, um den Punkt zu markieren, wo der Ball dann liegen geblieben ist. Wir haben jetzt wieder so 4 Meter, 4,5 Meter, vermute ich mal. Ja, die Grüns sind gut, die gefallen mir auch. Sie laufen gut nach, also ist schön kontrolliert, eigentlich spielbar. Es müsste mal einer aus der Entfernung fallen. Machen wir jetzt. Auch wieder nicht. Also sie sind gut. Die Putts, ich bin damit total happy. Es ist dann jetzt die 6 geworden, wenn der drin ist. Logischerweise, das ist dann das erste Doppelbogey der Runde. Ja, das ist so. Ihr kennt es bestimmt auch. Das ist dann so Abschlagmist, der zweite Schlagmist. Wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt. Pille nehmen, runterfahren, den Schlag einfach mitnehmen und sagen, gut, dann wird es halt das Doppelbogey. Aber nicht kopfmäßig anfangen, Gewaltgolf zu spielen. Mir hat das sehr geholfen. Entsprechend ist mein Handicap jetzt auch besser. Die Bahn 5. Ein Paar 3. 114 Meter lang für die Herren. Weiß nicht, die Fahne könnt ihr, glaube ich, so ganz leicht da hinten vermuten. Ich möchte jetzt mit dem Eisen 9 den Ball eigentlich nur ganz locker da drauf bekommen. Ich habe euch ja die Drohne jetzt auch mal wieder hinters Grün gestellt zum Abschlag. Jetzt gilt es halt, den Ball vernünftig zu treffen und da irgendwie in Position zu kriegen. Er ist zu weit links, er ist zu weit links und er bleibt auch links.
Ja, der war jetzt ein guter Treffer. Leider, weil ich eigentlich gerne eine Tendenz habe, dass ich die Bälle bei solchen kurzen Paar 3s so ein bisschen um die Ecke shape, habe ich mir jetzt gedacht, lass die Schlagfläche ein bisschen offen. Dann war der schnurgerade. Ein guter Schlag, der ist auch pin-high. Der zweite drauf, der dritte rein, kann trotzdem noch ein Paar werden. So, ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. Der Ball war eigentlich, ja, vielleicht 5 Meter zu lang, aber er war halt auch zu weit in die falsche Richtung. Auch jetzt wieder geht es darum, den Ball in eine Position zu bringen, die es mir ermöglicht, im Minimum das Bogey zu spielen. Aber wir können hier sogar das Paar spielen. Der ist ganz schön, der ist ganz schön lang und ganz schön schnell. Ja, bleibt aber da am Ende liegen. Das ist okay. Alles gut. Ein bisschen zu viel. Könnt ihr sie sehen und hören. Ich habe jetzt die Fernbedienung hinten gelassen. Die Drohne steht hier praktisch direkt über mir. Wir müssen jetzt schauen. Wir haben die Paar-Chance, trotz allem. Es ist aber jetzt ein sogenanntes Texas-Wedge, weil wir spielen von außerhalb. Aber das ist trotzdem eine Sache, die ist möglich. Oh! Das war scharf. Das war knapp, knapp, knapp. Sehr schade. Oh, jetzt haben wir einen weiten Rückputt. Also die Grüns sind tatsächlich schnell. Das muss man wirklich sagen. Aber das ist auch mir schon genauso erzählt worden, dass die Grüns ganz schön Speed haben. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir den zum Bogey reinbringen. Denn das ist jetzt schon der vierte. Ja, schön. Das Bogey gespielt, alles in Ordnung. So, nachdem wir die ersten Bahnen mit 5-mal Bogey und 1-mal Doppelbogey gespielt haben, sind wir jetzt auf Bahn 6. Das ist ein Par 4, 330 Meter lang. Macht so einen leichten Bogen nach rechts. Also wir spielen jetzt erstmal möglichst weit irgendwie nach links raus. Es ist unfassbar warm, es sind bestimmt fast 30 Grad inzwischen. Aber gut, damit müssen wir leben. Das ist besser als Regen und Schnee. Haben wir leider in Deutschland, Schweiz, Österreich und so ja viel zu viel. Von daher alles gut. Der ist genau die richtige Richtung geflogen, aber ich treffe die Bälle zu weit und ich kriege sie im Moment nicht in die Luft. Aber ihr seht es ja selbst. Ja, der Abschlag waren jetzt nur so 170 Meter, das ist nicht so viel, aber wir haben jetzt 145 Meter bis zum grünen Anfang. Das ist ein Eisen 7. Wir gucken jetzt, dass wir den einfach nur locker dahin gespielt kriegen. Ein ganz minimal links, aber der müsste eigentlich drauf sein. Ja, der ist drauf. Also das läuft gar nicht so schlecht. Ich bin zufrieden. Zweite ist drauf. Das ist immer dieses Minimalziel beim Par 4. Wenn man mit dem zweiten drauf ist, ja, mehr kann man auch gar nicht erreichen. Läuft mir jetzt ein bisschen rüber, aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Tatsächlich auch mal das erste Paar zu spielen. Das ist jetzt die Chance, das Doppelbogey auszugleichen von der 4. Und das machen wir auch. Da
Ja, sehr schön, wunderbar. Ich bin happy. So, das ist ein relativ kurzes Par 4, 288 Meter. Hier geht es jetzt darum, den Ball in den Knick zu legen. Es ist auch wieder ein Dogleg, das geht so nach links rum. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt. Da hinten ist so eine etwas hellere Birke. Ich bin kein Botaniker, ihr wisst das, aber das sollte eine Birke sein mit dem Weißen. Das wäre jetzt so die Zielrichtung. Also so ein bisschen links halten. Schön wäre, wenn ich den Ball überhaupt mal in die Luft bekäme, denn das ist bis heute, das ist jetzt mir noch nicht immer gelungen, ein paar Mal ja, aber nicht so, wie ich das eigentlich möchte. So. Boah, das ist perfekt, der ist absolut perfekt, der schäbt leicht rein. Der war richtig gut. Wir müssen jetzt nur noch hoffen, dass er nicht zu lang war, nicht zu gut war. Weil das ist da hinten so bei 200 Meter, ist da, wird's da eng. Wir gucken. Ja, wenn der leichte Fade dann 216 Meter lang ist, dann bin ich natürlich total zufrieden. Ihr seht das, der liegt jetzt hier perfekt. Ich habe jetzt noch 66 Meter bis Grünmitte. Ich nehme mein Sandwich und Ziel ist es, den Ball früh aufkommen zu lassen, notfalls auch eher etwas zu kurz zu bleiben, nur nicht zu lang, denn dahinter hängt es runter. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, das ist perfekt. Der ist pin high. Ja, man darf sich auch mal freuen, wenn so eine Bahn so funktioniert. So, ihr Lieben, im zweiten drauf, das ist natürlich gut. Wir haben jetzt also hier das erste Mal auf der Runde eine reelle Birdie-Chance. Das sind jetzt so 2,5-3 Meter. Und ich sag mal, das zweite Paar in Folge sollte jetzt hier definitiv auf jeden Fall drinne sein. Mit ein bisschen Konzentration und ein bisschen Glück. Natürlich wäre auch das erste Birdie schön. Ich würde euch gerne ein Birdie zeigen. Aber Golf ist kein Wunschkonzert. Das wisst ihr aus eigener Erfahrung. So. Es sind wieder diese 10 cm. Ihr könnt das, glaube ich, ziemlich gut sehen. Aha. Ärgerlich. Aber es ist das nächste Paar. Ja, was soll ich sagen? Es ist doch alles in Ordnung. Es läuft jetzt gut. Wir sind jetzt sogar ein Unterbogi-Golf. Und das ist natürlich für mich Premium. So, bisher scheint mir der Platz hier durchaus zu liegen. Wir haben jetzt zweimal Paar gespielt in Folge. Das ist natürlich ganz ordentlich. Wir sind jetzt auf Bahn 8. Bahn 8 ist ja, so 305 Meter bis grüne Mitte. Und ist auch wieder ein ganz leichtes Dogleg. Das heißt so die Bunkerkante da hinten. Und ihr seht da vorne einen der Rasenmäher im Einsatz. Ich finde das sehr schön. Spielen wir jetzt einfach mal drüber weg, würde ich sagen. Der ist zu weit rechts, viel zu weit rechts. Der liegt aber da oben zwischen den Bäumen bei dem 200 Meter Marker. Der war jetzt nicht so schön, müssen wir mitleben. Ihr könnt das sehen, der Abschlag war zu weit hier rüber auf diese Seite, also vom Abschlag aus rechts. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Ball einfach nur über den Bunker wieder ins Spiel bringen, den dritten drauf spielen. Ich hatte vorhin schon gesagt, mit der Medizin
jetzt hier irgendwie was zu versuchen, irgendwie durch die Bäume in Richtung Fahne. Die Fahne ist hinter diesen Bäumen, ist nur nicht erreichbar. Und auch nicht versuchen, irgendwie flach da durchzuspielen. Wie gesagt, solche Experimente sehe ich sehr oft auch auf dem Platz von Leuten, die meinen, sie müssen mit Gewalt einen schlechten Schlag kompensieren. Zu mir hat mal ganz am Anfang meiner Golflaufbahn ein Pro gesagt, mit dem ich auch die Platzreife gemacht habe, der liebe Volker. Der hat gesagt, wenn du einen schlechten Schlag machst, dann nimm den einfach hin und dann schlägst du einen mehr. Und versuchst einfach, den zweiten Schlag dahin zu bringen, wo der erste hätte landen sollen. Und nichts anderes machen wir jetzt. Und das bedeutet, über dem Bunker in der Verlängerung, ich weiß nicht, ob ihr da hinten die Fahne vom anderen Loch sehen könnt, da jetzt möglichst irgendwo auf dem Fairway den Ball platzieren und dann den dritten über 60, 70 Meter aufs Grün spielen. So ist das dann halt im Golf. So, Probe. Ich hoffe, er ist nicht zu lang. Oh, er springt ein bisschen nach links. Ist jetzt ein unlucky bounce, er ist jetzt nach zurückgesprungen. Nicht schlimm, der liegt aber. So, das ist jetzt gar nicht gut gelaufen. Der ist so bescheiden gebounced. Jetzt liege ich hier wieder hinter den Bäumen und kann eigentlich nur gucken, dass ich den irgendwie Richtung Bunker spiele. Ah ja. Mehr war nicht drin. Müssen wir nehmen. So, ja, ihr habt selbst gesehen, das war jetzt sehr muckelig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den vierten irgendwie an die Fahne bringen, um hier das Bogey zu retten. Das sind diese Löcher, wofür ich immer die Bärchen brauche, damit ich solche Sachen ausgleichen kann. Schade, etwas zu früh aufgekommen, dadurch ist er nach da weggebounced. War aber grundsätzlich das, was ich wollte. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Doppelbogey retten. So, jetzt ist die Chance noch zum Bogey zwar da, aber da müssen wir jetzt schon... Ja, da bräuchten wir jetzt mal das Glück, was wir auf den letzten Bahnen nie hatten. Also da sind sie ja immer irgendwie 5 cm vorher zum Liegen gekommen oder drumherum gelaufen. Also jetzt schauen, vielleicht klappt's. Immer optimistisch bleiben. Auch wieder zu kurz. Es ist die 6, okay. Das Doppelbogey nach 2 Paar. Alles in Ordnung, die Runde ist bis jetzt sauber. Wir sind, glaube ich, wieder auf genau Bogey-Golf. So, ich bin jetzt hier an Bahn 9. Mal so Fazit, ich muss ein bisschen warten. Vor mir sind zwei Spielerin. Ich glaube, die müssen auch warten davor. Sehr warm. Der Platz ist in einem extrem guten Zustand, das muss man wirklich sagen. Teeboxen sind gut, Fairways sind sehr gut, die Grüns sind schnell, sehr spurtreu, sind allerdings sehr klein. Das heißt, sie zu treffen ist nicht ganz so einfach. Der Platz ist aber dabei immer fair, ist gut gemäht. Auch in den Roughs zwischen den Bäumen ist er gut gemäht. Also das heißt, bisher, ihr kennt das, ich schwärme gerne in dem Fall, das ist ein schöner Platz. Wo man seine Bälle wiederfinden kann, wo man sehr ruhig und gechillt Golf spielen kann, wo man sehr gutes Fairway und sehr gute Grüns hat, ist eine tatsächliche Empfehlung. Fahrt mal nach Lage ins Gut Ottenhausen auf die Golfanlage. Meine Abschläge sind allerdings im Moment ein bisschen kümmelig, aber naja, sei es drum, ist wie es ist. Ja, manchmal denkt man, wie so ein Kümmelschlag gewesen, der war zwar nicht hoch, aber der ist hier bergab gut gerollt, also viel länger darf der auch gar nicht sein. Treffe ich den Drive richtig, ist der da unten in der Pampa. Ja, die beiden Spieler und die Spieler und Spielerinnen jetzt vor mir, die machen jetzt vor, wie es nicht geht tatsächlich. Die lassen sich sehr viel Zeit, jetzt auch sie steckt jetzt noch ihre Schläger weg und so weiter. Hinter mir ist schon jemand, der wartet. Ich kann auch nicht spielen. Das ist dann nicht schön. Also ihr seht das selbst, sie lässt sich da jetzt unendlich Zeit. Ja,
Aber ärgern bringt nichts. Solche Leute gibt es halt überall in jedem Club. Haben wir auch bei mir zu Hause. Sie stehen immer noch in Gefahr. Das heißt, ja. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir den Ball einfach nur aufs Grün spielen. Ja, da liegt, glaube ich, vorm Grün. Ich weiß nicht, ob da ein Bunker ist. Es war auf jeden Fall ein guter Schlag. So, der zweite Schlag war jetzt sensationell gut. Das 8er Eisen ist bei 140 Meter hier zum Liegen gekommen. Der ist vorne im Vorgrün. So war jedenfalls meine Wahrnehmung aufgekommen. Und er ist dann so ein bisschen hier runtergelaufen und ist an der Grünkante auf dem Grün liegen geblieben. Also Green in Regulation hier auf Bahn 9. Und wir haben mal wieder eine Birdie-Chance. Aber in dieser Länge fallen die halt leider nicht heute. Aber vielleicht jetzt. Natürlich nicht. Er bleibt auch wieder diese typische Handbreite vorliegen. Das nächste Paar. Es ist alles in Ordnung. Ich bin mit meinem Golfspiel zufrieden. Also wir sind, glaube ich, unter Bogey-Golf nach 9 Loch. Das ist sehr schön. So, ihr Lieben, 9 Loch sind gespielt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe 44 Schläge gebraucht, 36 logischerweise, wie bei fast allen Paar 72 Plätzen in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Wäre 36 richtig, bin 8 über. Das bedeutet, wenn mein Ziel ist, 9 über Bogeygolf zu spielen, bin ich einen besser als Bogeygolf. Wenn wir das jetzt so weiterspielen würden, wäre am Ende eine 88 bei rausgekommen. Aber ihr wisst, 9 Loch Golf zu spielen ist noch eine ganze Menge Holz. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das eine oder die zwei Doppelbogies waren ein bisschen doof, die mir entgegenstehen, aber dann auch mehrere Pars. Ich bin also sehr zufrieden. Darauf können wir uns jetzt aber nicht ausruhen. Jetzt geht es mit den zweiten 9 weiter. Seid gespannt, freut euch mit mir. Ich bin allerdings schon total durchgeschwitzt. Es sind irgendwie um die 30 Grad. Ich kann mal hier auf meine Apple Watch gucken, was erzählt die Apple Watch. 31 Grad. Also es ist hochsommerlich, aber genauso wollen wir es haben. Und ich mache da auch keinen Alarm und keine Panik. Deswegen, ich werde nicht dran sterben. Hoffe ich jedenfalls nicht heute, nicht in 10 Jahren. Hoffentlich erst irgendwann in 30, 40. Denn ich will noch ganz viele Runden für euch aufnehmen. Und jetzt geht es weiter auf Bahn 10.